Jetzt bei Schläferz. Hallöchen. Wow, das sind mal Frauen nach meinem Geschmack. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier viel Freude mit Ihnen haben. Im Grunde sogar mehr, als wir verlangen dürfen. Hm? Sie meinen, dass ich einfach so mitmache, ja? Na klar. Bereiten Sie alles vor. Jede Menge Action und Explosionen. Schießereien und Zombie-Kämpfe. Spaß macht das schon, oder? Ich bin der Erbritz von Salzhofen. Dieser Mike Harber mit der Lizenz zum Scheißelabern. Keine Sorge, ich gehe mal so die Treppe runter, wenn ich es eilig habe. Sie sind noch weniger witzig als Ihr Kollege Bond. Sag mal, was ist denn los mit dir heute? Wir haben noch nicht mal angefangen und du schläfst schon. Nein. Und was soll bitte schön dieses karnevaleske Schabracken-Outfit? Was? Also sorry, ich hab nicht geschlafen. Im Gegenteil. Nee, ich war nur hochgradig überkonzentriert. Zurückgezogen in meinem privaten mentalen Vorbereitungskeller. In einer Art geistiger Kernschmelze, um mich meditativ auf unseren heutigen Film einzustimmen. Mhm. Hör mal, und einen dann so brutal aus der affektiven Fokussierung zu reißen, das ist total gefährlich. Da kann man einen seelischen Schlaganfall kriegen oder eine Hodenzerrung. Ja, sicher. Du, da brauche ich jetzt erstmal ein medizinisches Bier, gib her. Meine Fresse, du wirst wirklich immer bekloppter, je älter du wirst. Dabei warst du früher schon alt, als du noch jung warst, ja? Aber du machst langsam, ehrlich, jede Sendung kaputt. Das stimmt doch gar nicht. Du bist bald medial nicht mehr vermittelbar. Wir haben noch nicht mal unser zauberhaftes Publikum begrüßt. Hallo, Prost. Und ich habe auch keine Ahnung, warum du hier hockst wie Hexe Hasch mich an Halloween, statt ordentlich im Smoking, wie es sich gehört. Boah, da regt mich ja allein die Frage schon auf. Na, warum wohl, Dicky Doof? Wegen unseres Films natürlich. Weil ich mich wie immer vorbereitet habe und gleich zu Beginn passend kleiden wollte, um ihm die Ehre zu erweisen. Aha. Aber unsere heutige lustvolle Lichtspiel-Lobotomie trägt ja den Titel Liebesgrüße aus Fernost. Du siehst allerdings nicht aus wie eine typische Asiatin. Noch nicht mal wie eine atypische, sondern eher wie ein arbeitsloser Bärenficker von einem rumänischen Rummelplatz. Also. Oder das letzte Gnadenbumsluder vom Transenstrich in Transsilvanien. Also. Ja. Ja, laber du nur. Du, ich lass mich heute allerdings gar nicht von dir bedauernswerten Blähbauch-Bitch billig beleidigen. Denn diesmal habe ich mich, wie gesagt, äußerst perfekt vorbereitet und weiß deshalb, dass unser Fernost-Grüß-August heute im Original ja ganz anders heißt, nämlich Wonder Woman! Aha. Dann soll diese netzhautverödende Zirkusfummel aus der Kitschkirmes-Kleiderkollekte hier also Diana Prince bzw. die unbesiegbare und wunderschöne Halbgöttin Wonder Woman darstellen. Sehe ich das richtig? Exakt! Denn nachdem du dich im letzten Sommerfinale hier so erbärmlich in deinen träumerischen Allmachtsfantasien rund um He-Man gesuhlt hast, wie so ein quietschendes Ferkel in den eigenen Exkrementen, nur um dich wenigstens einmal als richtiger Mann zu fühlen,
wollte ich mir das eben auch mal gönnen. Also quasi eine imaginäre Horizonterweiterung. Hä? Als Wonder Woman mal als richtiger Mann fühlen? Hä? Ja, nix. Hä? Blödsinn! Wieso sollte ich mich denn wohl als richtiger Mann fühlen wollen? Das bin ich doch schon, immer gewesen. Männlicher geht ja gar nicht mehr. In puncto Maskulinität habe ich alles erreicht im Leben. Noch mehr davon und mir würden Hörner wachsen, ja? Nein, wenn überhaupt, dann bleibt für mich ja nur die Fantasie, wie man sich wohl als richtige Frau fühlen mag. Beziehungsweise als fraulichste Superfrau des Universums. Quasi als weiblicher Rücken. Und da bleibt im Grunde für mich niemand anderes als Wonder Woman. Aha, verstehe. Ja. Also versuche ich jedenfalls. Aber wenn ich dich da vielleicht doch noch mal auf eine winzige, aber dennoch höchst bedeutsame Kleinigkeit hinweisen dürfte. Hm. Zeig doch noch mal den Originaltitel bitte. Hm? Wonder Woman. Ja, lass mal stehen. Und schau mal bitte selbst, ja? Zweites Wort, zweiter Vokal. Was siehst du da? Ein E. Ganz genau. Und Woman schreibt man W-O-M-A. Exakt. Und daraus folgern wir, dass der dusselige Titelschreiber nicht Englisch kann. Oder Fremdsprachenlegastheniker ist. Oder sich beim Tippen einen von der Palme gewedelt hat und auf der Tastatur ausgerutscht ist. Was zur fickenden Fickhölle weiß ich denn? Hier ist doch alles möglich, was scheiße ist. Wir sind schließlich bei Schläferz. Ganz genau, Peter. Und ist dir deshalb nicht vielleicht schon mal die Idee gekommen, dass wir da wahrscheinlich niemals einen gigantischen Welterfolgsblockbuster wie Wonder Woman zeigen würden, weil der vielleicht viel zu gut und vor allem auch viel zu teuer für uns ist? Hm? Naja, und dass es sich deshalb vielleicht um die Pluralform von Woman, gesprochen Women, handeln könnte. Wäre eine Möglichkeit, aber ich... Und dass der verkackte Scheißstreifen auch deshalb nichts mit der einzigartigen Wonder Woman zu tun haben kann, weil selbst ein hirnamputierter Diplom-Vollidiot von der Bumskopp-bekloppten Schule selbigem wohl logischerweise niemals einen deutschen Titel wie Liebesgrüße aus Fernost geben würde. Ach so. Hä? So heißt der auf Deutsch? Ja. Also gut, also so weit war ich gar nicht gekommen bei meiner Recherche bisher. Nö, klar. Das wäre ja auch zu viel gewesen, ne? Mehr als zwei Wörter lesen in der Vorbereitung. Oh, das wäre ja ein Fall fürs Arbeitsgericht. Menschenverachtende moderne Sklaverei. Da wären die Pausenvertreter der Bier- und Zichtengewerkschaft uns ja aufs Dach gestiegen, was? Du bist im falschen Film, Peter. Und siehst total albern aus. Ich schäme mich für dich. Ja, so weit sind wir schon. Mann, ja, ist gut. Ich habe verstanden. Immer nur meckern. Fleiß und Initiative werden hier nun mal nicht belohnt. Ein kleiner Fehler und schon wird man von dir, dicken Streberwurst, hämisch und bösartig niedergemacht und verspottet. Habe ich nicht verdient. Das ist Kollegenshaming. Kein Wunder, dass ich hier nichts tue und mich nie vorbereite, wenn man dann emotional dafür derart bestraft wird. Ich weiß wirklich nicht, warum ich mir das immer noch antue. Nee, ich auch nicht. Zuschauer und derselbigen Innen. Anstatt eine literarische Kochsendung auf Dreiser zu leiten oder Programmdirektor von Arte zu werden. Aber nein. Ich bleibe hier und moderiere weiter zusammen mit diesem intellektuellen Eimer Kartoffelbrei neben mir. Ja, das tue ich nur aus Liebe zu Ihnen. Gut, solange du hier weiter alle in die Schmalzstarre laberst, geh ich mich mal schnell umziehen, das passt dann ja wohl. Nee, halt. Schön hier geblieben, Freundchen, ne? Beziehungsweise Freundinchen. Ja, das hast du dir jetzt selbst zuzuschreiben. Du bleibst ja jetzt brav hier sitzen in deinem Wunderweibchen-Fummel und hörst dir an, was der dicke Dr. Bitch heute wieder an verblüffend faszinierenden Filminformationen mitgebracht hat. Ja, hör gut zu und mach dir lieber Notizen. Vielleicht schreiben wir später noch einen Test. Oh mein Gott, ey, mein Gott. Ich stell mir gerade vor, du wärst Lehrer geworden. Das wäre das Ende des deutschen Schulsystems gewesen. Die armen Schüler, die hätten doch einmalweise Tintenkiller gesoffen und versucht, sich mit dem Geodreieck die Pulsadern aufzurobeln. Du bist in ein
einer Person all das, was Schule wirklich scheiße macht. Schlimmer als Pubertät und Analakne zusammen. Du bist quasi der Freddy Krüger der Pädagogik. Nightmare on Kalk School. Ich wäre an deiner Stelle jetzt mal lieber ganz still, Peter. Deine Versetzung in die Winterstaffel von Schläferz ist auch so schon wackelig genug. Da musst du hier jetzt nicht auch noch den Klassenkasper spielen. Echt? Beziehungsweise Kasperin. Und das pädagogische Lehrpersonal beleidigen, dass sich so viel Mühe mit dir gibt. Versuch mal lieber, deine mündlichen Noten noch ein bisschen zu verbessern, ja? Oder möchtest du diese Staffel unbedingt nochmal wiederholen? Hm? Also, Konzentration, Abfrage, Filmwissen. Was sagt dir der Name Nancy Kwan? Nancy Kwan. Mhm. Ich glaube, die hat ihr Debüt in Die Welt der Suzy Wong mit William Holden gehabt. Dafür einen Golden Globe gewonnen und dann noch eine recht beachtliche Hollywood-Karriere hingelegt. Ja, gut, ja. Gut, richtig. Gar nicht mal schlecht. Mhm. Und Ross Hagen? Ross Hagen, ja, der war jetzt nicht so super famos, aber schon eine ziemlich gefragte Haut-drauf-Mietfresse in einigen Dutzend B- bis C-Movies und Serien der 70er, 80er und 90er. Kennt keiner, hat aber jeder schon mal irgendwo gesehen. Gut, ist jetzt etwas arg verallgemeinert, aber das lasse ich mal durchgehen, ja? Jetzt wird's spannend, aufgepasst. Sid Haig. Oh, Sid Haig. Sid Haig, einer der bekanntesten Grindhouse-Charakterfressen der 70er bis heute. Knapp 150 Einträge bei IMDb von Quentin Tarantino in den 90ern für Jackie Brown und Kill Bill gewissermaßen wiederentdeckt und spätestens seit seiner Rolle als Captain Spaulding in Rob Zombies Haus der Tausend Leichen-Trilogie eine wahre Trashfilm-Legende. Ach, also alle Achtung, Schüler Peter. Wer hätte das gedacht? Hm? Chapeauchen. Und was hättest du uns noch zum Regisseur Robert O'Neill zu sagen? Hm? Ah, du meinst Robert Vincent O'Neill. Okay, keine Legende, hat als Autor und Regisseur nun einige mäßige, bedeutsame Filme auf dem Buckel, hatte aber Mitte der 80er sogar einen beachtlichen Überraschungserfolg mit den Babystrich-Thrillern um die Kinderprostituierte Angel. Reicht das? Also Peter, du siehst mich so verblüfft wie begeistert. Also das hat ja niemand geahnt, was da alles in dir steckt. Respekt! Warum zeigst du das nicht auch mal im Unterricht? Ja, ja? Also toll, wirklich. Hattest du einen Spickzettel oder was? Nee, Quatsch. Das wäre ja gemogelt. Nee, habe ich doch überhaupt nicht nötig. Steht ja alles im Teleprompter, da vorne. Guck. Menschliche Enttäuschung. Dein Name ist Peter. Sag jetzt besser nichts mehr. Die restlichen Wissenslücken fülle mal lieber ich wieder auf. Also, Wonder Woman, a.k.a. Liebesgrüße aus Fernost, stammt aus dem trashtastischen Filmjahr 1973 und entstand, wie kürzlich erst unsere überragend unsympathische Action-Arschfistel Sloan, komplett auf den Philippinen, beziehungsweise deren Hauptstadt Manila, für sage und schreibe $110.000. Weniger als mein Tagessatz, aber für 1973 war das doch recht beachtlich. Nein, auch für 1973 war das beachtlich beschissen wenig. Allerdings konnte man dort damals mit einem Koffer Geld und Pyrotechnik durch billige Arbeitskräfte und willige Behörden ziemlich viel erreichen, weshalb die Philippinen in den 70ern von amerikanischen Billigfilmern regelrecht überrannt wurden. Und so war es auch hier. Regisseur O'Neill flog hin, hatte nicht mehr als ein vierseitiges Treatment mit dem Titel The Island of the Cannibal Women, war aber von den wunderschönen Locations so begeistert, dass er seinem Hauptdarsteller und Co-Produzenten Ross Hagen sagte, hey, vergiss die doofen KannibalInnen, ist schön hier, wir bleiben, machen 4 Monate Urlaub und drehen nebenbei irgendeinen irren Actionbums. Wird voll geil. Tja, und der Rest ist Geschichte, beziehungsweise unser Film. Kein Drehbuch, keine Kohle und keine Ahnung, was man eigentlich machen will. Nur so entsteht wirklich große Filmkunst. Oder eben wirklich große Scheiße. Nun, wir werden sehen. Immerhin bezeichnet der große Quentin Tarantino himself Liebesgrüße aus Fernost als einen seiner Lieblingsfilme. Also zumindest einen der Top 10.000, denke ich mal. Ja. Gut, das reicht mir als Information. Lass uns das Ei in die Pfanne hauen.
Nur vorher verrat uns noch, was gießen wir in unseren Lullebecher und wann genau? Ich wäre ja für irgendwas Mopsfidel-Tittiges als Trinkträger, ne? Nun ja, lass uns diesen interessanten Gedanken aufgreifen, aber etwas subtiler formulieren. Ja. Trinken wir einfach, wann immer die weibliche Lust thematisiert oder in Form von nackter Haut in Unterwäsche, Bikinis oder sonstigen eindeutigen Scharfmachklamotten optisch visualisiert wird. Und dann gönnen wir uns dazu den lustvoll lasziv einlullenden Manila Vanilla Lady Killer. Eine Mischung aus erotisierendem Frauengold und flüssigem Leber-Viagra. Süß und salzig, hart und schmalzig, emotional aufpeitschend und die frigide Nüchternheit gnadenlos niederringend. Die Lust im Glas, so liebe ich das. Wenn Frauen übers Bumsen reden, werden wir den Drink erheben. Und gibt's dazu noch was zu sehen, bleibt der Cocktail auch nicht stehen. Nun denn, auf, ihr Wunderweiber, weg mit den Sachen und lasst es krachen. Film ab! Ja, und ich gehe mir mal wieder eine Hose anziehen. Das wird doch langsam ein bisschen zugig hier am Schlüpper. Ich kriege ja noch eine Hodenfrost oder so. Ach so.
Quatsch beiseite, Süßer. Herr Chef, hat Ihr Freund ein paar zu viel genommen? Blackie? Ja? Mädels, der Sarg wartet schon auf unseren Süßen. Ich habe ihn auch extra weich ausgepolstert. Wasser nicht so viel. Sonst kannst du dich da zulegen. Atmung und Kreislauf, alles normal? 90, 120. Gehirnströme positiv. Wir haben ihn unter Kontrolle. Der Austauschkörper verhält sich neutral. Geben Sie weiter die Werte durch. Tupfer. Klemme. Das muss schneller gehen. Atmung fällt etwas ab. Ich gebe mehr Sauerstoff. Nun seht euch das an, das ist ja irre. Eine lebende Leiche. Den könnte man glatt noch verzuppeln. Du denkst immer nur daran. Ich wünsche hier keine losen Debatten über eure Bettgelüste, ist das klar? Mhm. Scheint aber sehr gutes Material zu sein. Ja. Fallt aber nicht gleich über ihn her. Wenn ich den Laden hier mal zumachen sollte, eröffne ich ein Haus der Perversion. Ich glaube, da kann ich euch noch besser gebrauchen. So, der Knabe ist in Ordnung. Wir machen heute noch den Gewebetest. Die Atmung darf unter keinen Umständen aussetzen. Das Gehirn muss genügend Sauerstoff bekommen. Das ist für den Augenblick alles. Unser Freund hier wird uns eine Menge Geld einbringen. Das macht ihn mir sympathisch. Mr. Porter ist bereit, für die Transplantation einiges auf den Tisch zu blättern. $150.000.
Schnitzer ist auch überall. Oh Mann, haben Sie ein Glück. Sie suchen verzweifelt ein Taxi und schon bin ich da. Ihr werdet euch ja wohl noch entscheiden können, was? Ist doch ganz klar. Sie werden weit und breit kein so bequemes Taxi finden. Da hüpft das Herz, was? Ja. Mein Name ist Lapu Lapu. Nehmen Sie ruhig Platz. Schämt sich wohl gar nicht, was? Ich bin der König hier. Ich bin der Beste, der Schnellste und der Teuer. Ich meine, hey, nun lass mal die Beißerchen zusammen und Dalli Dalli. Ja? Ich bin schon weg. Gleich geht's los. In die Stadt, ja? Ins Interconti, aber direkt auf dem Bartresen, ja? Na, da müssen Sie es aber dick auf der Brust haben, Mister. In dem Haus springt ja sogar Wasser aus der Wand. Das sieht man nicht alle Tage. Ja. Es ist eine Menge los in dem Nest hier. Mädchen, Rauschgift und so. Waren Sie schon mal hier? Beißen mich die Schweine? Ist doch ein Bratofen hier. Na, das kommt Ihnen nur so vor. Jetzt ist Winter. Sie müssen mal im Sommer kommen, wenn es warm ist. Ah, hier kann man doch sogar als König hausen. Ja, aber nur als Zaunkönig. So sehen bei uns die Hundehütten aus. Sie scherzen, Chef. So, da wären wir, Chef. Sag nicht immer Chef zu mir. Klar, Chef. Ach, das ist gelber Humor. Ach ja. So. Oh, das ist aber großzügig. Reicht den Rest her. Da gibt's keinen Rest. Hey, Chef, wie heißen Sie? Chef. Oh, der ist lustig. Miss Janet Snow wird zum Telefon. Ihr kauft eine Braut. Miss Janet Snow. Ich bin hier mit einem gewissen Mr. Lorenzo. Dann sind Sie gewiss Mr. Harper. Mr. Lorenzo erwartet Sie schon. Das hatte ich von Mr. Lorenzo auch nicht anders erwartet. Wo wartet er denn? Hier wartet er. Ich habe nicht viel Zeit, Mr. Lorenzo, also kommen Sie zur Sache. Also hier in dem Täschchen habe ich einen Scheck über $10,000. Einen gedeckten Scheck. Ja, ja, Ihr Wert und Name steht drauf. Das wäre die eine Seite, die andere liegt bei Ihnen. Füchschen. Bevor ich nicht weiß, was hier läuft, interessieren mich Ihre Lappen nicht. Wir beplaudern das am besten bei einem Drink. Sie können sicher einen kühlen gebrauchen. Seit einiger Zeit verschwinden hier in Manila Menschen. Das allein wäre nicht ungewöhnlich. Das passiert ja überall auf dieser Welt. Nur hat es den Anschein, dass hier nach einem ganz bestimmten Plan verschwunden wird. Es sind immer Sportler. Na, ist denn das? Es wird kein Lösegeld gefordert, es gibt keine abgeschnittenen Ohren und auch keine Leichen. Diese Männer müssen doch noch irgendwo sein. Wir sind sicher, dass sie noch putzmunter sind. Och, vielleicht ist es eine ältere Dame, die sich ein Herrenharem aufbaut. Sie sind noch weniger witzig als Ihr Kollege Bond. Seine sind meine Scherze. Zur Sache. Wir zahlen 10.000, selbstverständlich Spesen. Wenn Sie einen dieser Männer lebend finden sollten, bekommen Sie nochmal 10 Mille. Oh, lässt sich hören. Haben Sie ein Stück Papier, was? Sechs, vier, drei. Ich schreibe Ihnen hier meine Kontonummer auf und wenn ich einen von den Typen lebend aufsammle, dann überweisen Sie 50 Mille auf die Reibeisenkasse. Edelhandwerk hat goldenen Boden und die Sache scheint Ihnen am Herzen zu liegen, der 50.000? Sie tragen ja gar nicht dick auf. Schminken Sie sich das mal ab. Dann fliege ich vom Hof. 25. Hören Sie mal, ich bin doch nicht Wenzel, der Teppichhändler. Gut, ich gebe Ihnen 30. Mehr hält meine Kasse nicht aus. Hauptsache, die Vorderzähne halten es aus, wenn Sie nicht pünktlich zahlen. Oh Mann, ist das Kerlchen sexy. Ich werd ja nicht mehr. Heute Nacht hole ich ihn mir aus der Glocke. Dann kriegst du was auf deine lüsternen Pfoten. Hey, sag mal, muss ich mir das eigentlich gefallen lassen? Versuch es doch einfach mal, mein Schatz, und wirst du schon sehen, was du dir alles gefallen lässt. Tja, der liegt auch bald auf dem Tisch. Eigentlich schade um den Bengel, was? Na, der ist nicht mein Typ, dem fehlt das Sinnliche. Hey, Vera. Ja? Die Tabellen über denen stellen wir beide zusammen. Wenn du so weitermachst, liegst du auch bald auf dem Tisch, Kindchen. Wir beginnen morgen früh mit einer sehr schwierigen Operation. Endlich haben wir genügend Material, um mit den komplizierten Organverpflanzungen beginnen zu können. Die Testreihen sind ja wohl abgeschlossen, nicht wahr? Ja, es ist soweit alles in Ordnung. Nur bei Nummer 4 ist eine Schwierigkeit aufgetreten. Welche bitte? Tja, bei der Betäubung muss was schiefgelaufen sein. Es ist jetzt nicht mehr genau festzustellen. Ich glaube aber, dass wir uns in der Dosis geirrt haben und dadurch ist es zu einer Durchblutungsstörung gekommen. Hochinteressant. Warum erfahre ich das jetzt erst, Vera? Wenn die wüsste, was sie gar nicht erfährt. So etwas darf einfach nicht passieren, damit wir uns verstehen. Ich werde euch dafür verantwortlich machen, wenn morgen nicht alles planmäßig verläuft. Es steht zu viel auf dem Spiel, als dass wir uns solche Unachtsamkeiten leisten könnten. Warum nehmen wir denn nicht einen von den anderen Burschen? Da ist doch so etwas nicht passiert. Laura, die haben doch eine falsche Blutgruppe. Wenn wir um 3 Tage verschieben, könnten wir eventuell noch einen anderen finden. Das weiß ich auch.
Aber wir verschieben nicht. Also, sehen wir uns unsere Schäfchen mal an. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gern ich mal wieder einen flott machen würde. Doch, ich kann. Ich nehme schon Beruhigungstabletten, um nicht von Männern zu träumen. Lass dich nicht von Dr. Zu erwischen, dann kriegst du 3 Tage Isolator. Ich möchte nicht wissen, was die treibt, wenn sie allein ist. Nur noch 4 Wochen, Kinder. Dann können wir uns in ein ganzes Rudel Kerle werfen. Ich glaube nicht. Ich habe zufällig heute früh mitbekommen, dass Dr. Zu noch 2 oder 3 andere Fälle bearbeiten will. Pech für dich. Sag mal, kriegst du bei der Spielerei mit den Kanonen einen Orgasmus oder was? Irgendwann knalle ich dich ab, Schätzchen. Versuch's doch. Lass sie zufrieden, Laura. Warum sollte ich? Sie will mich umlegen. Ich bin sicher, dass sie es versuchen wird. Wir alle hier haben unsere Macken, aber was kann ich dafür, dass sie verrückt auf lange Sachen ist? Wie ist denn das mit dir, mein Schatz? Worauf bist du denn verrückt? Ach, wenn du willst, lasse ich dich gern dabei zusehen. Könnt ihr nicht endlich aufhören? Es ist jeden Abend dasselbe mit euch. Hey, ich habe eine fabelhafte Idee. Warum tut sich Vera nicht mit dir zusammen, Linda? Das wäre doch was. Vielleicht werdet ihr gemeinsam eure Hemmungen los. Dann lass dich aber nicht von uns beiden vernaschen. Wenn ihr es richtig könnt. Ich habe lange geübt, mein Schatz. Wie schön für dich. Dann darfst du auch mal ran. Hey, seht mal, ich werde ja verrückt. Kommt her, Jungs. Seht ihr? Dr. Zu will uns also doch nicht vertrocknen lassen. Hände weg von ihm, du Miststück. Das ist mein Kerl. Gut, Engelchen, aber nur für heute Nacht. Vera, komm her. Moretta, mach uns was zu trinken, ja? Ja, sofort. Was ist los mit dir? Hm? Du wirst verrückt, wenn du so weitermachst. Hm? Nehme ich zu viel Pillen, meinst du das? Es sind nicht nur die Pillen. Das wäre nicht so schlimm. Du darfst dir keine Gefühle ablassen. Ich hab's versucht, aber es geht nicht. Geh weg, lass mich ran. Druck ausgleichen. Geben Sie etwas mehr, er fällt ab. Druck ausgeglichen. So, das wär's dann für heute. In einer Stunde könnt ihr ihn rausbringen. Er bleibt an der Maschine. Der Kreislauf ist instabil. Geben Sie ihm noch 3 Kubik. Es ist alles gut, es kann nicht wehtun. Was habt ihr mit mir gemacht? Ich kann nicht sehen. Es ist nichts passiert, glaub mir, es ist nichts passiert. Meine Augen, mein Gott, meine Augen. Auf Ihr Wohl, Dr. Zu. Ein Jahr ist es jetzt her, dass ich hier bei Ihnen war. Wie kann ich Ihnen nur danken?
Sie haben uns bereits gedankt mit einem sehr großzügig bemessenen Scheck und so ist auch das Vergnügen auf beiden Seiten, nicht wahr? Wissen Sie, Dr. Zhu, ich bewundere Ihre Arbeit. Ich frage mich nur, woher Sie das Material haben. Oder sollte ich das lieber nicht fragen? Erfreuen Sie sich an dem Erfolg der Operation und fragen Sie nicht nach dem Woher. Es ist zu Ihrem Besten. Wir haben unseren Teil des Vertrags erfüllt, also erfüllen Sie ihn. Ja, natürlich. Ach, übrigens, darf ich Sie weiterempfehlen unter größter Vorsicht? Für diese Fragen ist Mr. Gregorius zuständig. Sollten gute Freunde von Ihnen gesundheitliche Schwierigkeiten haben, sollen Sie sich ruhig an uns wenden. Oh, das ist reizend von Ihnen, lieber Gregorius. Liebe Ladies and Gentlemen, innen hat es sie auch schon gepackt. Dieses knallbunt Kitsch-Kunst-Kackhaus-Trivial-Trashige Flower-Power-Chicks-and-Gun-Exploitation-Presentation B-Movie-Grindhouse-Videotheken-Action-Fucking-Hot-Shit-Movie-Feeling, hä? Ja, uns auch. Denn selbst wenn man noch nicht viel versteht von dem Bums, Spaß macht das schon, oder? Also ich kann mich jedenfalls nicht erinnern, wann wir jemals coolere erste 2 Minuten hier bei Schläferz hatten. Und das noch vor dem Vorspann. Come on, da kriege ich doch eine Krause am Kopf bei all den knallhart knackigen Killer- und Karatekatzen. Zittig, teuflisch und tödlich, diese brüllheißen Brutalo-Bräute. Da qualmt dir doch der String in der Kimme. Ich muss wirklich sagen, so chili-scharfe Schundscheißkunst der 70er Jahre Auto- bis Bahnhofskino-Coolness haben wir hier bisher wirklich nur selten genießen dürfen. Oh ja. Das sind mal Frauen nach meinem Geschmack, die labern nicht, sondern leben ihre Überzeugung. Da gibt's das Gender-Sternchen aber mal direkt mit dem hochhackigen Lederstiefel in die Fresse gestempelt. Mit denen identifiziere ich mich doch gerne. Ich glaube, so stolz auf ein Kostüm war ich nicht mehr, seit ich damals Rock und Rüstung der unvergleichlichen und wunderbaren Wonder Woman tragen durfte, ehrlich. Ja, dein Langzeitgedächtnis verblüfft mich immer wieder, Foxy Peter. Aber recht hast du ja. Also bisher gibt's im Grunde wenig zu meckern. Und ich gebe zu, sollte ich eines tristen Tages zu Grabe getragen werden, dann wünsche auch ich mir solch ein halbes Dutzend süßer, sexhungriger Sargträgerinnen in Miniröcken, die direkt nach der Einlieferung des kaputten Corpus Calcus erstmal darüber fabulieren, wie sie wilde Sexspiele mit meinem immer noch erotischen Leichnam treiben können. Nun seht euch das an, das ist ja irre. Eine lebende Leiche. Den könnte man glatt noch verzuppeln. Du denkst immer nur daran. Ich wünsche hier keine losen Debatten über eure Bettgelüste, ist das klar? Mhm. Scheint aber sehr gutes Material zu sein. Ja. Fallt aber nicht gleich über ihn her. Wenn ich den Laden hier mal zumachen sollte, eröffne ich ein Haus der Perversion. Ich glaube, da kann ich euch noch besser gebrauchen. Ja, genau diese so offen an den Tag gelegte Grundriemigkeit verwundert mich ja momentan noch so ein wenig. Mhm. Beziehungsweise habe ich einige Probleme, den genauen Plan der krawalligen Kidnap-Kitties zu begreifen. Am Anfang haben sie auch ein paar Mädels beim Nacktbaden in Sugar Daddy's Swimmingpool aus dem Wasser gezogen. Jetzt scheint es allerdings doch eher, als hätten sie sich auf die Entführung männlicher Fleischwaren spezialisiert, die sie mehr oder minder lebendig zu der mysteriösen Dr. Zhu in eine Art chirurgische Schnippelschule bringen. Nur, wozu eigentlich? Ich meine, was wird mit denen gemacht in dieser philippinischen Schwarzwaldklinik? Im Grunde streiten sich die Mädels ja nur darüber, wer von ihnen sich nach Feierabend als erstes an den lobotomierten Leichnam-Azubis sexuell vergreifen darf. Hey, seht mal, ich werd ja verrückt. Kommt her, Jungs. Seht ihr, Dr. Zhu will uns also doch nicht vertrocknen lassen. Hände weg von ihm, du Miststück. Das ist mein Kerl. Gut, Engelchen, aber nur für heute Nacht.
Gut, ein bisschen Bumserei vor der Schlachtung ist wohl ganz normal in der fleischverarbeitenden Industrie, denke ich mir mal. Ne? Auch wenn man bei Tönnies sicherlich niemals derart Corona-konform die Innereien aus den Ferkeln geschält hat, wie hier das hochprofessionelle Transplantationspersonal mit den Plastikmasken bei der Augapfelentkernung in der Organmanufaktur von Dr. Zu. Und genau das scheint mir ja auch, also neben der Gesprächsgruppe für die anonymen Perversionsabhängigen, das Hauptgeschäft von Frau Doktor und ihrem schmierigen Schnauzbart-Atlatus zu sein. Illegaler Bodyparts-Handel für reiche Kunden und Innen mit körperlichen Mangelerscheinungen. Wissen Sie, Dr. Zu, ich bewundere Ihre Arbeit. Ich frage mich nur, woher Sie das Material haben. Oder sollte ich das lieber nicht fragen? Erfreuen Sie sich an dem Erfolg der Operation und fragen Sie nicht nach dem Woher. Es ist zu Ihrem Besten. Wir haben unseren Teil des Vertrags erfüllt, also erfüllen Sie ihn. Ja, natürlich. Ach, übrigens, darf ich Sie weiterempfehlen unter größter Vorsicht? Für diese Fragen ist Mr. Gregorius zuständig. Sollten gute Freunde von Ihnen gesundheitliche Schwierigkeiten haben, sollen Sie sich ruhig an uns wenden. Aha, also so eine Art illegales Ersatzteillager für noch körperwarme Organe und Gliedmaßen bester Qualität von frisch geschlachteten Spitzensportlern auf Bestellung. Verstehe, ha? Also nicht wirklich, aber wenigstens so halbwegs. Nur wer zum Fuckfick ist bitteschön dieser schmalzlockig-schmierlappige Versicherungsagent Haber, der sich anscheinend für den Schwippschwager von James Bond hält und extra für eine geschüttelte Fanta mit Strohhalm aus Amerika eingeflogen wurde, um ein paar alte Witze zu reißen. Was ist denn das? Es wird kein Lösegeld gefordert, es gibt keine abgeschnittenen Ohren und auch keine Leichen. Diese Männer müssen doch noch irgendwo sein. Wir sind sicher, dass sie noch putzmunter sind. Och, vielleicht ist es eine ältere Dame, die sich ein Herrenharem aufbaut. Sie sind noch weniger witzig als ihr Kollege Bond. Seine sind meine Scherze. Schales Scherz-Sharing mit dem größten Geheimagenten ihrer Majestät, ja. Das ist mir schon eine Nummer, dieser Mike Haber mit der Lizenz zum Scheißelabern, ne? Und das kann er wirklich wie kein Zweiter. Also hör dir nur mal dieses fantastische Verhandlungsgeschick an und überleg mal, woran dich das erinnert. Hm? Pass genau auf. Ich schreibe Ihnen hier meine Kontonummer auf und wenn ich einen von den Typen lebend aufsammle, dann überweisen Sie 50 Mille auf die Raiffeisenkasse. Edelhandwerk hat goldenen Boden. Und die Sache scheint Ihnen am Herzen zu liegen. 50.000? Sie tragen ja gar nicht dick auf. Schminken Sie sich das mal ab. Dann fliege ich vom Hof. 25. Hören Sie mal, ich bin doch nicht Wenzel, der Teppichhändler. Gut, ich gebe Ihnen 30. Mehr hält meine Kasse nicht aus. Hauptsache, die Vorderzähne halten es aus, wenn Sie nicht pünktlich zahlen. An wen soll mich diese Verhandlungstaktik von Wenzel, dem Teppichhändler, wohl erinnern? Den jungen Maschmeyer bei der AWD-Vertretertagung? Nein. Ursula von der Leyen bei der Impfstoffbestellung für die EU. Die Spahn-Scheuer-Trottel-Taskforce beim Schnelltesteinkauf. Oder? Nein. Ich meine doch die Stimme. Ach so. Und die Sprache. Das ist der große Thomas Danneberg. Die ultimative Voice of Coolness und Schnodderdeutsch der 70er bis vor kurzem. Ja, mach die Augen zu und du hörst Terence Hill. Mhm. Kurz bevor er seinem Gegenüber eben jene Vorderzähne in die zweite Reihe schiebt. Verstehst du, hä? Das ist nach dem Kill-Squad-Söldner-Kommando schon unser zweiter Vertreter mit grandios relaxter Scheißegal-Sprüchelässigkeit der goldenen Synchro-Laber-70s, ne? Allerdings wieder nicht von den Originalerfindern Rainer Brandt und Karl-Heinz Brunemann, sondern diesmal anscheinend nach einem Buch von Stimmlegende Arne Elsholz. Mhm. Na wunderbar, Genosse Landvogt, da fließt einem ja der Dotter aus der Denkmummel. Aber mir schwillt trotzdem immer noch die Fontanelle. Oder anders gesagt, ohne Heu kann das beste Pferd nicht furzen. Irgendwas fehlt hier doch. Die ganze Geschichte hat ja nicht mehr Hirn als ein Spatz Fleisch an der Kniescheibe. Oder habe ich einen Knick in der Leitung? Nein. Das ist sogar ganz verständlich, dass du teilweise nichts verstehst. Denn da wurde ja auch mal wieder ein bisschen geschnitten bei uns. Nö, fick in der Hölle. Hör auf mit der Scheiße. Das ist doch jedes Mal die gleiche Grütze hier. Immer kriegen wir nur die Kleinkinderversion ohne Brüste, ohne Blut, ohne sinnlose Gewalt und ohne alles, was Spaß macht. Nein. Halt ausnahmsweise mal nicht. Eher im Gegenteil. Ja, wir haben hier zwar eine gekürzte Fassung, denn die US-Version ist tatsächlich um die 10 Minuten länger als die deutsche. Ja. Aber
Diesmal darfst du dich freuen, denn es wurden ausnahmslos langweilige Dialog- und Labersequenzen bei uns rausgeschnippelt. Nichts mit Sex and Gore and Rock'n'Roll. Da sind wir klar im Vorteil, ja. Denn ansonsten hättest du noch ewiges Geschacher von Auslegewarenvertreter Wenzel und dem blassen Versicherungsunterhändler ertragen müssen. Plus minutenlanges Gesülze von Doc Zu und dem tuffigen Glatzenschnauz über ihr beklopptes Geschäftsmodell. Ja. Ach du Scheiße. Du hast recht. Geschnittene Versionen können auch ein Segen sein. Aber eine letzte inhaltliche Frage hätte ich da doch noch. What the bloody fuck hell sollte diese Szene hier? Was meinst du? Das war doch, nachdem die kriminellen Wunderweibchen diesen einen Sportäumel im Leichenwagen entführt haben, vom Parkplatz neben dieser Frührentnerkirche. Ja, das weiß ich selber. Ich meine doch diesen Typen. Warum bitteschön geht da ohne jeden Zusammenhang diese langhaarige Flitzpiepe mit dem filzigen Flusenvollbart so seltsam in Zeitlupe in die Kackhocke? Ha? Als ob er denen eine Wurst vors Riesenrad drücken will. Wieso zeigt man sowas? Das ist doch total sinnlos und total bescheuert und total ekelhaft noch dazu. Nein, Peter, ich glaube, da irrst du dich. Der kauzige Kniebeugen-Yeti wurde da nicht zufällig reingeschnitten. Also das kann ich mir nicht vorstellen bei einem Regieprofi wie Robert Vincent O'Neill. Und ich glaube auch nicht, dass er dort dem trivialen Freiluftstuhlgang frönte. Ich glaube, der wird noch eine ganz bedeutende Rolle spielen bei der Spurensuche. Wart's nur ab. In höchstens 2 Minuten wirst du wissen, was die bekiffte Floccati-Fresse da gemacht hat. Ich schwör's dir. Also, lass uns mal lieber schnell weiterschauen. Film ab! Na gut, aber wer, der hat doch nur einen Braunen abgeseilt. Potzau. Sagen Sie mal, gibt's irgendwelche Anhaltspunkte, was mit den Leuten passiert sein könnte? Nein, keine. Wie viele sind verschwunden? In den letzten 3 Jahren? 14. Aus verschiedensten Teilen der Welt. Und alle waren sie berühmte Sportler. Es muss also irgendetwas mit der Kraft, Gesundheit oder Ausdauer dieser Männer zu tun haben. Eine ganze Zeit lang haben wir geglaubt, da will einer eine Spezialkampftruppe aufbauen. Tja, das kann man aber auch einfacher haben. Ja, sicher, Mike. Aber was sonst? Was sonst? Ich und Bond pflegen in solchen Fällen erstmal einen hinters Jersey zu kippen. Aber bevor wir kippen, können Sie mir vielleicht mal die Stelle zeigen, an der der letzte von den Burschen geschnappt worden ist. Ja, bitte. Von mir aus. Meine Leute waren aber schon da. Ich kann Ihnen sagen, dass Sie nichts, aber auch nicht das geringste Stäubchen finden werden. Ich nehme an, der holt sich da beruflich einen Sonnenstich. Den sehe ich mir mal an. Ach, geben Sie doch mal ein paar Lappen rüber, ja? Ja, auch das noch. Ich werf's dann in Ihr Grab. Achso. Gib schon her. Ist ja ein irrer Scherz. Bist du mit dem noch frei? Was willst du eigentlich? Bist du Amerikaner? Nein, ich bin Schwabe, aber sag's nicht weiter. Ich will nur eins, meinen Arsch aus allem raushalten. Hier läuft was, klar, aber ich weiß nicht was. Ich muss die Schnauze halten. Also tritt heimwärts. Kauf dir einen Zentner Studentenfutter. Also, mein Kleiner, vor 3 Tagen war hier eine Sportveranstaltung. Was war danach? Ja, ein Typ hat einen Bullen umgelegt. Das kannst du aber auch von denen erfahren. Ich hab nicht viel gesehen. Eins habe ich dem Blauen nicht erzählt, die Geschichte mit dem Leichenwagen. Der parkte erst ein paar Ecken weiter und dann kam er angerauscht. Da haben sie irgendwas aufgeladen und dann sind sie losgetobt. Hab mir nichts weiter dabei gedacht. Ich kann Ihnen nur eins sagen, wenn Sie was erfahren wollen, suchen Sie den Leichenwagen. Ich habe keine Ahnung, wer drin gesessen hat. War alles schwarz vor Dunkelheit. Willst du etwa noch einen Zentner? Reicht das noch nicht, Mann? Willst mich wohl mit aller Gewalt ins Grab bringen? Ach, auch noch lebenslustig. Ja, da fällt mir doch ein, auf dem Leichenwagen stand Seaside Chapel. Ach, sag mal, wer hat hier Beziehungen zur Unterwelt? Bei wem kann ich da ein bisschen nachhaken? Versuch's mal bei Wonton Charlie. Und wo steckt die Tonne?
Weiß ich nicht. Ich bin doch nicht Moses. Mir wächst doch kein Gras aus der Tasche. Versuch's mal im Chinesenviertel. Da laufen eine Menge Typen rum, die ihn kennen, aber lass dir nicht von denen auf die Schnauze hauen. Die sind gefährlich, die Jungs. Ich auch, mein Junge. Na? Gibt's hier bei euch ein Begräbnisinstitut, das Seaside Chapel heißt? Nie davon gehört. Das habe ich mir fast gedacht. Versuchen Sie mal rauszukriegen, ob es das gibt. Noch eins, es soll ja einen Vormann geben, der heißt Von Tonne oder so, mit Charlie hinten dran. Oh ja, den Jungen kennen wir. Den finden Sie in der Totenstadt. Und wieso heißt das hier Totenstadt? Ganz einfach, weil hier ein riesiger chinesischer Friedhof ist. Das ist eine unheimliche Gegend. Ein feuriger Mensch. Ich freue mich, dass Sie den Weg zu mir gefunden haben, Mr. Harper. Es ist eine große Ehre für mich. Sie sind also Wonnetonne Charlie. Ja, so nennt man mich. Mr. Harper, ich wusste, dass Sie hierher kommen würden. Deshalb habe ich mir erlaubt, hier auf Sie zu warten, an diesem friedlichen Ort. Wir Chinesen lieben es, an den Orten des Todes zu verweilen. Sehen Sie, die Gräber unserer Freunde und Verwandten sind Plätze des Friedens und der ewigen Ruhe. Hier gibt es keine Tränen. Wir können mit ihm leben. Mit dem Tod. Oh, verzeihen Sie, Mr. Harper. Darf ich Ihnen vielleicht etwas anbieten? Etwas Tee? Tee? Oder? Hm. Gern, nachdem Sie mir ein paar Fragen beantwortet haben. Ach, Fragen? Informationen, ja? Informationen sind manchmal kaum bezahlbar. Mr. Wonnetonne, da Sie so intensiv mit dem Herrn Tod befreundet sind, können Sie mir vielleicht etwas über ein Begräbnisinstitut sagen, das Seaside Chapel heißt? Tut mir leid, davon habe ich noch nie gehört. Aber von verschwundenen Männern. Ist davon etwas ins werte Öhrchen gedrungen? Es verschwinden viele Menschen hierzulande. Sagen Sie, wollen Sie nicht, dürfen Sie nicht, oder wie, oder was? Ja. Mr. Wonnetonne. Ein kleines Opfer für den Herrn Urpapa. Einer ist schon weg. Da waren es nur noch zwei. Sie leben sehr ausschweifend, aber manchmal kommt man damit zum Ziel. Ich kenne da einen Fischer, Nono. Der weiß von den Dingen, die bei uns vorgehen. Und wo fischt der wackere Petri-Jünger? Sie finden ihn bei den Hahnenkämpfen. Wissen Sie, was er mir vermachen kann? Ja, seinen letzten Fang. Hör mal, Schlitzi, Fischgerichte sind mir ein Gräuel. Keine Fische, Mr. Harper. Er fängt menschliche Knochen. Ach so. Na dann, Empfehlung an den Herrn Verflossenen. Serbische Eckentrick. Mach auf!
Was hat er denn plötzlich? Ich habe doch nur ein bisschen gedrückt. Ach, ein Schlachten war's. Hey, kannst wieder rauskommen. Sind Sie das, Chef? Nein, ich bin's. Ach so, Sie sind's. Ich hab mich hier nicht etwa versteckt. Nein, nein, es gab nur hier gar keinen Baum, unter den ich mich legen konnte. Auf so einen dummen Vortrag hin ist man früher beim Zahn standrechtlich erschossen worden. Es geht weiter, Pudding. Na nur, wie kommt er auf Pudding? Sinasabi ko sila, wag! Hindi ka na sumama sa kanila. Eh, bet ako siya sa amin, mapanganib doon. Eh, magmula noon, hindi ko na sila nakita. Tja, also, er sagte, er war fischen. Ziemlich weit draußen, in der Gegend von Freedom Island. Er hat zwei Freunde, die an dem Tag auch draußen waren. Ganz in der Nähe der Insel. Seitdem hat er nie mehr etwas von ihnen gehört. Ja, was ist mit den Menschenknochen, die er gefunden hat? Frag ihn. Meron ka rin nakitang buto ng tao. Ako, siya nga pala. Tuwan-tuwa pa naman ako nung kadami kong huli. Akalain mong nung katapos ang dokot ko sa akin lang pati, madokot-dokot ko, buto ng tao, nakatakot. Oo. Er sagt, diese Knochen hat er vor einer anderen Insel gefunden, vor der Insel der tausend Frauen. Viele von den Knochen waren merkwürdig geformt, aber es waren Menschenknochen, sagt er. Es gibt hier in unserer Gegend allerdings sehr viele Haie. Sehr, sehr viele Haie. Kann er uns die Insel zeigen? Also wovon reden Sie? Was ist passiert? Bei mir war ein gewisser Harper. Er interessiert sich sehr für die verschwundenen Männer. Sie müssen sich da schnell etwas einfallen lassen. Glauben Sie mir, der Bursche ist gefährlich. Ich hatte sechs Männer, besten Männer auf ihn angesetzt, aber jetzt sind sie tot. Dann müssen Sie sich eben andere suchen. Sie sind für die Abschirmung des Unternehmens verantwortlich, Vonton. Aber ich werde im Fall Harper eventuell eine Ausnahme machen und selbst eingreifen. Er wird sich seiner Freiheit nicht mehr lange erfreuen. Halten Sie mich auf dem Laufenden. Selbstverständlich, Doktor. Dieser Vonton muss bald verschwinden. Er macht Fehler. Bringen Sie mir mal was Chinesisches, ja? Ich blinge Ihnen. Forettenchinese. Haben Sie was erfahren? Nein, nichts weiter. Nur, dass es weit und breit kein Bestattungsinstitut gibt, das Seaside Chapel heißt. Und wenn Sie von der Insel anfangen, will keiner sein Maul aufmachen. Ich habe etwas aus den Staaten bekommen, das interessant zu sein scheint. Von einem Zeugen wurde ausgesagt, dass bei der Entführung des Basketballspielers ein Leichenwagen gesehen worden ist. Na, da hätten wir ja schon mal zwei. Wir haben natürlich sofort sämtliche Frachtbriefe des fraglichen Tages überprüft und siehe da, ein Totenkistchen war auch bei der Fracht. Der Auftrag wurde von einer Frau gegeben und soweit der Beamte aussagen konnte, haben auch zwei Damen die Verladung überwacht. Also reichlich trauernde Witwen.
Es war ein verflixt langer und harter Tag. Ich gehe mal Nachschlag holen. Salve. Ich bin der Erbritz von Salzuffel. Oh, lecker. Das ist ja toll. Ihre Hinterhufe schmeißen einen ja glatt vom Hocker. Ich meine, Madame tragen eine kecke Wade. Danke sehr. Nanu. Mit dem Linken kommen Sie allerdings nicht mehr weit. Was? Naja, ich meine, Sie müssen es mal neu beschlagen lassen. Na, wenn Sie das in dem Ton sagen, dann sind Sie doch bestimmt zufällig Schmied. Aushilfsweise. Wissen Sie was? Ich habe einen großen Hammer und mit dem Hammer werden wir mal. Und Sie meinen, dass ich einfach so mitmache, ja? Na, Klärchen. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich kann den andalusischen Zibon. Was sagen Sie jetzt? Kuckuck. Ich meine Kuckuck. Nicht zu viel versprochen. Du hast mich ganz schön in Fahrt gebracht. Wenn wir uns noch mal treffen, darfst du mich ruhig fragen, ob ich Lust habe. Und ich verspreche dir, ich habe Lust. Ah, das ist genau das, was ich an Damen wie dir so liebe, mein Engel. Nachher wird's immer gemütlich. Tut mir leid, ich probiere eben alles gern mal aus. Wirklich schade um dich. Ach, schade um das Kissen, Frau Holle. Ja, hol über. Oh. Hab ich doch gewusst. Emma Stiel. Ja. Mach mal eine Pause. Ach, Mann, die macht ja ernst. So, der Ballett? Bloß raus hier! Ja, je, auf das Ding kriege ich wieder Hausverbot. Verdammt! So, jetzt reicht's mir aber. Was? Sie wird mich doch nicht in den Fernseher schmeißen! Ach, diese Frau ist hemmungslos. Sie kommt schon wieder. Ja, je. Zack! So, jetzt kommt der doppelte Bundberger. So, jetzt hole ich mein Rohr aus. Wo bist du? Ja. Warte! Warte doch! Keine Sorge, ich gehe mal so die Treppe runter, wenn ich es eilig habe. Wer bin ich? Aus dem Weg, du Rüsche. Hey, Chef, ich hab sie gesehen. Sie ist da lang gelaufen. Ich fahre ja mit dem Wagen nach. Okay, bleib immer dicht hinter mir. Festhalten den Kerl. Doch, diese dämlichen Rocker. Geh nach Hause.
Raum, du Penner! Du Schwein! Du besoffene Schwein, meine schönen, sauberen Büstenhalter! Was? Und nur unsere Partei kann das, was ihr nicht wollt, tun. Und, lieben Freunde, ihr wisst ja, unser Wahlspruch lautet, lieber reich und gesund als arm und krank. Wo die malaiische Volkspartei euch geben will, am Sonntag ist dann Wahl und kommt dann reichlich in Kuttis Bierstuben. Schlaf draußen weiter. Hey, Chef! Na los, komm her! Ein Verkehr hier. Na, kommen Sie! Na los, gib Gas, Dicker! Da bin ich doch gar nicht lang, ich wohne doch ganz woanders. Schnauze. Mir wird so schlecht. Nimm den Kopf da weg. Da vorne! Lass mich raus, du Feig! Hilfe! Verdammter, irgendwann erwische ich dich, aber dann geht's dir dreckig, so dreckig, wie es dir noch nie in deinem Leben gegangen ist, du Dreckskerl. Wir können uns dann später über Dreck unterhalten.
Liebe Innen- und Zuschauer, liebe Tier- und Hühnerfreunde, auch wenn es sich bei unserem heutigen Aktionsspielfilm Liebesgrüße aus Fernost aus dem Jahre 1973 zumindest partiell um einen Vertreter des sogenannten Chicks with Guns-Genres handelt, so war uns doch nicht bewusst, mit welch brutaler Offenheit und Intensität hier der philippinische Nationalsport des tödlichen Hahnenkampfes präsentiert wird. Weshalb wir uns auch entgegen unserer sonstigen Schläfertsprinzipien entschieden haben, diese Szenen eigenverantwortlich auf ein gerade noch erträgliches Minimum einzukürzen. Wir bitten das geschätzte Publikum um Entschuldigung. Was? Hä? Du entschuldigst dich dafür, dass wir diese sadistische Federviehfolter gekürzt haben? Wieso das denn? Das war wohl das einzig Richtige. Nein, natürlich nicht dafür, dass wir diese fickhöllige Hühnerkacke beschnitten haben. Dafür, dass die überhaupt vorkam. Ach so. Beziehungsweise überhaupt existiert. Ja, das stimmt. Die spinnen doch, diese barbarischen Philippippis. Und wenn sich allen Ernstes irgendein Fan von sadistischen Animal Snuff Movies darüber beschweren will, dass er hier nicht genug Gewalt gegen Tiere gesehen hat, soll er zur Hühnerschredderanlage von KFC fahren. Verklag uns doch, du Arschloch! Ist doch so. Also rein inhaltlich und moralisch konnte ich dir wohl selten mehr Recht geben als gerade jetzt. Aber beruhige dich bitte. Es hat sich ja noch gar keiner beschwert. So krank und gefühllos wären unsere Zuschauer doch niemals. Ach so. Trotzdem kannst du nicht einfach unisono so alle PhilippinensInnen beleidigen. Weißt du, so unverständlich und abartig das für uns auch sein mag. Es gehört zu deren Kultur und Tradition. Der Cockpit bzw. Hahnenkampf ist seit über 500 Jahren ein anerkannter Nationalsport auf den Philippinen, wie bei uns der Fußball. Ja, ja. Und erschreckenderweise scheint das qualvolle Töten von Tieren ja den Menschen immer schon eine Art perverser Freude gemacht zu haben, auch in Europa. Stierkampf, Dogfights, Moorhuhnschießen, Fuchsjagd. Die Liste der Widerwärtigkeiten ist so furchtbar wie endlos. Bäh. Bäh, ekelerregend alles. Ja. Komm, gib mir lieber noch einen doppelten Manila-Vanilla-Ladykiller und lass uns die Scheiße vergessen. Denn abgesehen von diesem ekelhaften Kampfkultur-Fail, kann man ja den Wonder Woman einen gewissen Trash-Movie-Shit-Film-Fun-Faktor keineswegs absprechen. Schon alleine, wie unfassbar dämlich und saublöd sich die diversen Schurk- und BösewichtInnen verhalten. Ja, das hat einen altmodisch-naiven Charme, den viele Verbrecher der Neuzeit ja durchaus vermissen lassen. Ich kenne da einen Fischer, Nono. Der weiß von den Dingen, die bei uns vorgehen. Und wo fischt der wackere Petri-Jünger? Sie finden ihn bei den Hahnenkämpfen. Wissen Sie, was er mir vermachen kann? Ja, seinen letzten Fang. Hör mal, Schlitzi, Fischgerichte sind mir ein Gräuel. Erklär mir das. Erst pfeift Mr. Wonnetonne freiwillig alle wichtigen Infos aus der Zahnlücke. Dann aber hetzt er mir ein halbes Dutzend unfähiger Aushilfsmörder hinterher, lässt den Fischer, den er selbst verraten hat, beim Cockfight von diesem arschgelochten Killerkind abmurksen, allerdings erst nachdem er alles verraten hat, und dann jammert er bei Dr. Zhu herum, dass ich einfach nicht aufzuhalten bin. Ja, warum hat der Vollidiot dann hier einfach die Fresse gehalten oder mich auf eine falsche Fährte geschickt? Sie müssen sich da schnell etwas einfallen lassen. Glauben Sie mir, der Bursche ist gefährlich. Ich hatte sechs meiner besten Männer auf ihn angesetzt, aber jetzt sind sie tot. Dann müssen Sie sich eben andere suchen. Sie sind für die Abschirmung des Unternehmens verantwortlich, Wonton. Aber ich werde im Fall Harper eventuell eine Ausnahme machen und selbst eingreifen. Also, abgesehen davon, dass ich für den asiatischen Ilja Richter im Kimono nicht hoffe, dass diese sechs minderbegabten Vollversager wirklich seine besten Männer waren und dass du, also beziehungsweise Mike Harper oder was auch immer, die weinerlichen Weicheier zwar ein bisschen verhauen, aber keineswegs alle umgebracht hat, könnte man das schon als eine absolut bescheuerte Schwachsinnstrategie bezeichnen. Durchaus, ja. Obwohl, gut für uns. Denn hätte Dr. Auf und Zu nicht ihre beste Flirt- und Fick-Fachkraft Linda zur Fortbildung im Männermorden losgeschickt, wären wir niemals Zeuge dieses grandios authentischen Anbagger-Dialogs der 70er geworden. Salve. Ich bin der Erbritz von Salzuffeln. Oh, lecker. Das ist ja toll. Ihre Hinterhufe schmeißen einen ja glatt vom Hocker. Ich meine, Madame tragen eine kecke Wade. Danke sehr.
Nanu. Mit dem Linken kommen Sie allerdings nicht mehr weit. Was? Naja, ich meine, Sie müssen es mal neu beschlagen lassen. Ach ja, lüstern an der Cocktailkirsche lutschen, den schnittigen Stuten sabbernd auf die Stelzen glotzen und Witze über deren fehlerhafte Berufung machen. Wie viele wundervoll wilde Zick-Zack-Quick-Fuck-Abenteuer haben damals nicht genau so ihren Lauf genommen? Ich erinnere mich. Hat allerdings nur geklappt, wenn man dieses keck-erotische Augenzwinker-Schenkelöffner-Intro auch genauso dezent und fachmännisch zum Abschluss brachte und am Ende nicht etwa plump oder zweideutig wurde. Na, wenn Sie das in dem Ton sagen, dann sind Sie doch bestimmt zufällig Schmied. Aushilfsweise. Wissen Sie was? Ich habe einen großen Hammer und mit dem Hammer werden wir meine Hunde. Und Sie meinen, dass ich einfach so mitmache, ja? Na, Klärchen. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich kann den andalusischen Zibon. Was sagen Sie jetzt? Echt jetzt? So hat man damals die Frauen ins Bett gekriegt? Natürlich. Indem man sich als Erbprinz und Aushilfshufschmied von Bad Salzuflen ausgab und sie dann zum Hämmern aufs Knatterzimmer einlud? Ja. Und sind die dann wirklich freiwillig mitgekommen? Ja. Oder nur, wenn sie dafür bezahlt wurden und wussten, dass sie dich nach dem Ruckelbums auch umbringen dürfen? Also, und wie um alles in der Welt funktioniert der andalusische Ziehbrunnen? Also ich kenne nur die Karlsruher Kläranlage, aber die ist nicht wirklich sexy. Es ist dein Fehler. Ne? Du hast schon einfach immer viel zu viel nachgedacht. Sowas muss ganz ehrlich und locker aus der Hüfte kommen. Gut, du hast jetzt nicht diese natürlich männliche Macho-Hotness, so wie ich, dass dir vor lauter Brusthaar und Testosteronausdünstung nicht mal mehr das Hemd zugeht. Du müsstest das halt ein bisschen auf deinen Typus anpassen, ne? Ah, du meinst zum Beispiel so, Hallöchen, ich bin der Honorarkonsul von Hildesheim und ich habe eine eigene Schlachterei. Mir gefällt dein strammer Schinken, Baby. Komm hoch in meine Ferkelbutze, da habe ich ein Bolzenschussgerät. Und wenn du brav bist, spielen wir auch eine Runde Fang die Wurst. Und du darfst mir an die Salami packen. So etwa? Nein. Nein, vergiss es. Aus einem toten Esel kann man keinen Zuchthengst machen, sorry. Verrat mir stattdessen lieber mal, woher ich diese bezaubernde Linda-Lover-Lady kenne. Die kommt mir einfach so verdammt bekannt vor. Welche Filme mit ihr könnte ich denn wohl gesehen haben? Ach, mit Maria de Aragon. Hm. Die sexuellen Wünsche der Männer. Glaub nicht, ne? Pornomania. Weiß nicht genau. Also halt! Ah, natürlich. Natürlich kennst du sie, aber eindeutig, sagen wir mal so, die kennt fast jeder. 1977, ihre größte Rolle in einem der bekanntesten Blockbuster aller Zeiten. Als Kopfgeldjäger Greedo in Star Wars, Krieg der Sterne. Aus der legendär kontroversen hat Han Solo zuerst geschossen Szene. Ach, Greedo! Ja, natürlich. Da hätte ich eigentlich auch von selbst drauf kommen müssen. Ja. Diese Augen vergisst man ja nicht, ne? Aber wo wir gerade vom Schießen sprechen, das war ja schon ziemlich spektakulär, wie der postkoital erschöpfte Mike Harber da vom gerade frisch befriedigten Linda-Luder erschossen werden sollte und die Kugel dann mit einem herkömmlichen Hotelkopfkissen abwehrte. Das ist genau das, was ich an Damen wie dir so liebe, mein Engel. Nachher wird's immer gemütlich. Tut mir leid, ich probiere eben alles gern mal aus. Wirklich schade um dich. Ach, schade um das Kissen, Frau Holle. Ja, das gute alte Daunenkissen. Die kugelsichere Weste des kleinen Mannes. Wer braucht bei einer Schießerei schon eine teure Kevlar, wenn man sich auch Omas alte Topflappen, Geschirrhandtücher oder Federbettwäsche vor die Brust halten kann? Ja, ja? Ja. Die klassischen Hausmittel sind einfach immer am wirkungsvollsten. Auch wenn man in Zeitlupe ganz hübsch sehen kann, dass das Schussloch bereits im Kissen war, als unser Mikey es in die Kamera holte, also noch bevor sie abdrückte. Ja. Mhm. Tja, da wird sein alter Kumpel Bond ganz schön was zum Lachen haben, wenn er ihm das erzählt. Auch wie erbärmlich er im Anschluss an die lieblose Pflichtbesteigung von der frisch aus dem andalusischen Ziehbrunnen gezogenen Paarhuferin nach Strich und Faden vermöbelt wurde. Raus hier! Herr je, auf das Ding kriege ich wieder Hausverbot. Ja. Verdammt! So, jetzt
Jetzt reicht's mir aber. Ah! Was? Sie wird mich doch nicht in den Fernseher schmeißen. Ach, diese Frau ist hemmungslos. Nun, um es mit einem Zitat seines so viel zitierten Kollegen Bond zu kommentieren, das wäre dem anderen nie passiert. Schauen wir aber lieber, wie es nach der Zerlegung der manilischen Innenstadt weitergeht. Denn nach der Gefangennahme von Kampfamazone Linda hat der Erbprinz von Bad Salzuflen nun zum ersten Mal so etwas Ähnliches wie eine echte Spur. Aha. Also los, Mike, mach einen Schuh. Sie führt dich jetzt zu Dr. Zu. Vorhang auf. Jetzt lümmelst du seit über einer Stunde in dieser albernen Wanne rum. Okay, wenn es eben nicht anders geht, dann muss ich mir was anderes einfallen lassen. Na los. Hier, sieh dich nochmal gut an. Wenn du da in 10 Minuten wieder reinguckst, wirst du dich nicht wiedererkennen. Ich habe einen Freund, der ist Indianer, bei dem habe ich von der Pike auf skalpieren gelernt. Wie heißt du? Wer hat dir den Auftrag gegeben, mich umzulegen? Glaub mir, ich blas dir den Schädel vom Hals. Dann kannst du nie wieder Streuselkuchen essen. Der Patient ist voll unter Kontrolle, Dr. Zu. Danke. Achtung, der Patient Paulsen ist soeben eingetroffen. Alles fertig machen zur Operation. Ich wiederhole, alles fertig machen zur Operation. Er kriegt noch eine B3-Injektion. Legen Sie Mr. Paulsen in Raum Alpha. Temperatur zunächst 42 Grad. Sagen wir 12 Stunden. Danach erhöhen wir langsam um 5 Grad pro Stunde auf 60. Verstanden. Hey, Chef. Sehen Sie mal, da ist es. Müssen wir durch den Busch da? Ja, Chef. Na dann Mahlzeit. Das Ganze ohne Buschhemd. Na komm schon, Mädel. Ist doch keine Kaffeefahrt hier. Hier werden die Sprüche auch noch vergehen. Das hat Goldfinger zu meinem Freund Bond auch gesagt. Und wo ist der Dicke jetzt? Ja, zack. So, dann werden wir uns mal auf die Frottisocken machen. Wo geht's lang? Egal, wo wir lang gehen, du wirst überall sterben. Aber vorher machen wir noch einen kleinen Verdauungslauf, ja? Auf dem Trimmdichtpfad. Das schaffen Sie auch allein, Chef. Ich bleib hier und pass auf unser Schiff auf. Das brauchen wir doch nachher noch. Finde ich denn den Weg zurück? Aber ja, es gibt nicht viel Wege hier. Gehen Sie immer geradeaus, dann kommen Sie ans Ziel. Und wo Wasser ist, ist auch Lapu und unser Schiff. Fein, Lapu. Was bin ich doch für ein Idiot. Was meinst du, kriegen wir die noch? Chef. Ich rate Ihnen eins, wenn Sie die Schlange kriegen, machen Sie sie kalt. Du bist ja ein richtiger Klugscheißer. Ja, ja, das bin ich. Es tut mir leid, Doktor. Ich hab's versucht. Aber der Kerl ist ein verflixt harter Brocken. Einfach unberechenbar. Setz dich doch, Linda. Ich wundere mich, dass du es wagst, mit einer solchen Entschuldigung zu mir zu kommen. Du weißt doch wohl, wie ich eine solche Arbeit zu belohnen pflege. Hast du mir vielleicht noch etwas zu sagen? Doktor, bitte geben Sie mir noch einmal eine Chance. Ich kenne ihn. Ich weiß genau, wie er denkt. Noch einmal lasse ich den Mistkerl bestimmt nicht aus meinen Fingern. Gut, soll sie es doch noch mal versuchen. Zu verlieren haben wir nichts, also was soll's. Also, du kriegst eine Chance. Ich nutze sie bestimmt. Sie können sich auf mich verlassen. Laura, häng dich an sie ran. Mit dem größten Vergnügen. Wo wollte ich eigentlich hin? Ach so, ja. Du darüber? Hier da lang. Kommt weiter, weiter.
Handwerk hier. Dröhnung nachfüllen. Oh, nicht doch, Kinder. Pfötchen hoch. Oh. Mhm. Ah. Die Frau Rohrleger ist da. Und dann gehen wir mal schön, ja? Schöner dann. Nichts geht doch über die Kunst Ihrer Köchin, Dr. Zu. Mein Kompliment. Ja, mein lieber Gregorius, ich habe sie mir von einem Hongkonger Geschäftsmann ausgeliehen. Sie kam damals etwas unfreiwillig mit. Ja, was sehe ich denn? Das kann doch nur unser verehrter Mr. Harper sein, habe ich recht? Sie haben. Oh, Frau Doktor, ist der ganze Schwabbelschotter hier für mich? Aber selbstverständlich, Mr. Harper, wir pflegen unsere Gäste immer gebührend zu empfangen. Bitte nehmen Sie doch Platz. Lecker. Nein, danke. Ich muss leider vom Hof laufen. Ich habe nämlich heute meinen Quarktag. Ich komme dann andermal wieder. Setzen Sie sich, Mr. Harper. Wenn es dann so ist. Butterkaktus. Ich könnte mir vorstellen, dass wir hier viel Freude mit Ihnen haben. Ich bin zwar nicht neugierig, aber ich möchte Sie trotzdem mal was fragen. Womit finanzieren Sie den Plunder hier? Transplantation, Mr. Harper. Transplantation. Hä? Es ist mir inzwischen gelungen, jeden Teil des menschlichen Körpers zu verpflanzen. Hörte ich da eben jeden? Ja, jeden, Mr. Harper. Ach, und noch was. Was hat das Fischauge da mit Ihrer Pflanzung zu tun? Mr. Gregorius sorgt für die Kunden und kümmert sich um die finanziellen Probleme. Meine Organisation sorgt für das Material. Ah, die Chefin vom Ersatzteillager. Na klar. Und aus diesem Grund habt ihr die Sportler entführt, den aus Amerika und die anderen da. Korrekt, Mr. Harper. Alles richtet sich nach Angebot und Nachfrage. Junge, kräftige Körper sind heute besonders gefragt. Was kostet so ein Umbau bei euch? Tja, junger Mann, das kommt ganz auf die Marktlage an. Also, nehmen wir doch mal Sie. Sie sind nicht gerade das, was wir als bestes Material bezeichnen würden, als erstklassige Ware, aber... Mit dem hervorragenden Verkaufstalent unseres lieben Mr. Gregorius könnte man unter Umständen 40.000 bis 50.000 für Ihren Körper herausschlagen. Netter Kurs. Also bei allem Respekt, Dr. Zu, aber das geht doch etwas zu weit. Ich meine, wir verderben uns unsere Preise, wenn wir einen solchen Kadaver überhaupt kalkulieren. Kadaver. Wenn er 10, 15 Jahre jünger wäre, dann, nun ja. Ja, da haben Sie recht, Gregorius. Jetzt haben Sie aber genug geplaudert für heute. Ich bin ziemlich sicher, dass Mr. Harper sehr neugierig ist auf sein neues Heim. Heim? Ein Eigenheim? Den kenne ich doch. Das ist doch der Kleine von Müllers. Sehen Sie, Mr. Harper, dieser Fall ist ein besonders wichtiges Experiment. Hey. Hier versuchen wir, die Natur in vollem Umfang zu überlisten. Na nun. Eine Fliege. Ich nehme an, dass es Sie ziemlich überraschen wird, Mr. Harper. Er ist seit 8 Stunden tot. Aber der wackelt doch noch.
Sämtliche Organfunktionen werden künstlich kontrolliert. Er ist im üblichen Sinne tot, aber sein Organismus funktioniert einwandfrei. Hey, Moment, den kenne ich doch auch. Das ist doch der... Der junge Mann aus der Sporthalle. Den haben wir auf dem Parkplatz erwischt. Aber der ist richtig tot. Nein, ganz im Gegenteil. Er ist in hervorragender Verfassung. Nur das Bewusstsein haben wir ihm genommen. Aha. Tja, Mr. Harper, Sie werden sich auch bald hier versammeln. Das ist ein Gyroskop. Ein Zyklop, auch das noch. Ein Organkontrollgerät. Ja. So, Mr. Harper, wir beide werden jetzt mal ein kleines Experiment machen. Ich bin sicher, es wird Ihnen gefallen. Oh, ist ja eine richtige Bescherung für den kleinen Mike. Entspannen Sie sich völlig. Durch gezielte Stromstöße wird das erotische Zentrum in Ihrem Gehirn aktiviert. Eine sehr aufregende Sache, Mr. Harper. Ich spüre es deutlich. Defekt an der Herz-Lungen-Maschine. Kreislauf fällt rapide ab. Alarm an alle. Alarm an alle. Team 3 sofort fertig machen zur Operation. Ich rufe Doktor zu. Achtung! Achtung! Ich rufe Doktor zu. Doktor zu! Patient 343 in Gefahr. Doktor zu! Achtung, Doktor zu! Bitte sofort in den Operationssaal. Ich komme. Bereiten Sie alles vor. Schwester, bleib doch am Draht. Schade, es war gerade recht nett. Vera soll sich im Operationssaal melden. Sofort, verstanden? Und Linda? Kommt in den Isolator. Ich werde mir noch überlegen, was weiterhin mit ihr geschieht. Schafft sie weg. Trab an! Gail? Holen Sie Mr. Harper und bringen Sie ihn in mein Büro. Ja, Dr. Zu. Come on.
Ich auch. Nicht schießen, Linda. Ich will dir helfen. Nur zusammen können wir es schaffen. Ja, vielleicht. Aber wir brauchen noch diesen Harper. Das ist zu gefährlich. Wir wissen doch überhaupt nicht, ob er uns helfen will. Er wird schon. Der will auch hier raus. Auf jeden Fall müssen wir ihn finden. Okay, hier, nimm das Ding. Du suchst unten im Keller, ich nehme mir den Bürokomplex vor. Wir treffen uns am Bootssteg. Ja, aber sei vorsichtig. Los, raus mit euch! Los! Jetzt könnt ihr euch dafür rächen, was Dr. Zu euch angetan hat. So, fein. Das war's, nicht? Interessant. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da, glaube ich, eher oldschool. Also virtueller Mindfuck ist nicht so meins. Ja, da poliere ich mir dann doch lieber selbst die Donnerbüchse, als mir so einen illuminierten Knatterkringel auf die Omme zu setzen und mich an die Wixbox anzuschließen. Oder was meinst du, Peter? Hä? Also hör mal, ich muss sagen, mir hat es sehr gut gefallen. Ich würde gleich nochmal, aber die nächste Fahrt geht rückwärts. Nee, ganz ehrlich, ist doch eine super Sache, Olli, dieser elektronische Selbstbefriedigungssimulator. Ich meine, dir wird trotz Kontaktverbot lustvoll der Lurch gekitzelt und du hast beide Hände frei für Bier und Zichten. Was will man mehr? Das Beste aus drei Welten. Also ich würde das Teil kaufen, aber sofort. Ja, okay, dann sollte das definitiv noch vor Weihnachten in die Spielbahn leben. Ne? Da scheint es ja doch einen Markt zu geben im Virtual-Wanking-Bereich. Ne? Aber genau da möchte ich auch nochmal nachhaken. Mhm. Schöne Idee, okay, verstanden, ja. Aber wieso wurde uns der blinkende Bums-Heiligenschein jetzt eigentlich präsentiert? Ja. Also ist das der Plan B von Dr. Zu, falls das mit dem illegalen Organhandel-Business mal nicht mehr so läuft? Oder ist das nur ihre private Playstation, um zwischendurch mal die Libido baumeln zu lassen? Und warum kriegt eigentlich der gefangene Mike von ihr unverdient und unaufgefordert so eine Fontanellen-Feel-Good-Fellatio spendiert, obwohl sie ihn doch eigentlich gerade noch umbringen lassen wollte? Durch gezielte Stromstöße wird das erotische Zentrum in ihrem Gehirn aktiviert. Eine sehr aufregende Sache, Mr. Harper. Ich spür's deutlich. Defekt an der Herz-Lungen-Maschine. Achtung, ich rufe Doktor Zu. Achtung, Doktor Zu. Bitte sofort in den Operationssaal. Ich komme, bereiten Sie alles vor. Tja, das nennt man wohl einen klassischen Coitus Interruptus Kopfsexus. Aber eine echte Ärztin hat nun einmal nie wirklich Feierabend. Selbst wenn sie nur entführte Sportler ausweidet, Leichen schändet und wahrscheinlich durch den eigenen Orgasmus-Overload die Herz-Lungen-Maschine hat kollabieren lassen. Nicht wahr, Peter? Och, Peter, nö, Mensch. Das darf doch nicht wahr sein. Setz sofort den Fickomaten ab und konzentrier dich. Ich möchte nicht. Ich hab dich was gefragt. Ja. Das habe ich auch alles mitgekriegt. Ich kann sehr wohl ejakulieren und mich konzentrieren gleichzeitig. So wie rauchen und Bier trinken. Ich kann Multitasking. Also, worum geht's? Ich war jetzt gerade abgelenkt. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr, verdammte Axt. Ich glaube aber, was ich eigentlich fragen wollte, war,
warum ist dieser hohlköpfige Harper eigentlich unser Held? Beziehungsweise, warum fliegen alle Weiber auf ihn wie die Scheißhaus fliegen? Ich meine, so richtig was gerissen hat er bisher ja noch nicht. Und laut Dr. Zu und ihrem Rüschenrudi scheint ja selbst sein reiner Nettofleischwert nicht der allerbeste zu sein. Sie sind nicht gerade das, was wir als bestes Material bezeichnen würden, als erstklassige Ware. Aber mit dem hervorragenden Verkaufstalent unseres lieben Mr. Gregorius könnte man unter Umständen 40.000 bis 50.000 für ihren Körper herausschlagen. Netter Kurs. Also bei allem Respekt, Dr. Zu, aber das geht doch etwas zu weit. Ich meine, wir verderben uns unsere Preise, wenn wir einen solchen Kadaver überhaupt kalkulieren. Kadaver. Da lacht er auch noch über seine eigene Minderwertigkeit, der Kadaver. Aber auch wenn er vielleicht vom Materialwert her nicht mehr bringt als eine Dose Chappi mit Pansen im Sonderangebot, du darfst ja eins nicht vergessen, er ist immer noch ein Mann. Ja, und das macht einen Menschen schon mal per se unbezahlbar. Vor allem in den 60ern und 70ern, da musste ein echter Kerl sich nur selbst unwiderstehlich finden und dann fielen die Damen gleich dutzendweise vor ihm zur Selbstbedienung auf den Rücken in die Begattungsstarre. Das war halt so damals, so wollte es die Natur. Erinner dich nur an Mr. Dynamit, Argoman und Agent Nick West bei Sumuru. Apropos Sumuru, in manchen Punkten erinnert mich unsere Dr. Klappe zu auch ein bisschen an sie. Selbst wenn bei ihr hier ja scheinbar der reine Kapitalismusgedanke vorherrscht und nicht der geheime Wunsch nach weiblicher Weltherrschaft. Ne? Trotzdem beschäftigt auch sie in ihrer geheimen Körperschrottplatzfestung ausschließlich Frauen. Gut, unter Gender-Equality-Gesichtspunkten natürlich absolut korrekt. Außer für die Männer. Aber warum macht sie das? Gerade als ausgebildete Oberschurkin sollte sie doch wissen, dass das niemals gut geht, weil nur ein einziger Mann auftauchen muss, damit die Weiber sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Das kannst du haben, mein Schatz. Ganz genau deswegen, würde ich sagen. So einen kunstvollen Catfight schaue ich mir als Chef doch wesentlich lieber an, als wenn sich so zwei schwitzige, übergewichtige Kerle in der Arbeitszeit ungelenk in die Schnauze hauen. Das ist doch sexy. Die haben nicht zu viel an, die sind akrobatisch. Allein schon das Gehüpfe, wie beim Gummitwist. Also, wenn ich so eine illegale Firma hätte, würde ich auch nur so attraktive Bitch-Babes einstellen und die in der Mittagspause um den Sex mit mir kämpfen lassen. Gott schütze die Arbeitswelt vor einem Start-up von Peter Rütten. In alle Ewigkeit. Amen. Nun, wie auch immer, inzwischen hat sich ja nicht nur unser lasziver Rotschopf Linda, die durch die einmalige Anbumsung unseres semi-heldenhaften Versicherungsagenten, diesem natürlich rettungslos verfallen ist, auf seine Seite geschlagen, sondern auch das blonde Sensibelchen Vera. Übrigens gespielt von Claire Polen, beziehungsweise Hagen, im echten Leben zu jener Zeit zufälligerweise auch die Ehefrau von Ross Hagen, alias Mike Harper, ja, wollte wohl nicht, dass er alleine 4 Wochen Urlaub in Manila macht, hm? Los, raus mit euch! Los! Jetzt könnt ihr euch dafür rächen, was Dr. Zu euch angetan hat. Sag mal, was waren das denn eigentlich für seltsame Gestalten, die Machine Gun Vera da gerade freigelassen hat? Das Käfig-Casting für Planet der Affen? Abgelehnte Statisten von The Walking Dead? Frankensteins Monster und seine Freunde, die bei Let's Dance ihren Namen tanzen wollen? Die Selbsthilfe-AG Corona-gestörter Theaterschauspieler, die zum ersten Mal nach dem Lockdown wieder auf die Bühne dürfen? Oder war Nichts davon. Die zappeligen Zombie-Azubis hinter Gittern waren die fleischlichen Überreste der letzten OP-Opfer von Dr. Fu Manchu, ja? Die anscheinend alle beim Beschnippeln bekloppt geworden sind. Und sich jetzt verständlicherweise auf den Weg wackeln, um sich an ihr und ihren KumpanInnen nach alter Väter-Sitte mal ordentlich grausam zu rächen. Jawohl. Ja, klingt plausibel.
Na gut, dann mache ich mich jetzt mal bereit für einen klassischen Knaller-Showdown nach Filmhochschulen-Lehrbuch. Das heißt, jede Menge Action und Explosionen. Schießereien und Zombie-Kämpfe. Originelle Erledigung vom dessertfressenden Finanzprinzen Gregorius. Natürlich. Finalduell zwischen Harper und Dr. Zu. In die Luft fliegendes Hauptquartier. Kleiner Schlussgag mit Lapu Lapu und familientaugliches Ficky-Ficky-Finale mit dem neuen Love Island-Traumpaar Mike und Linda. Was vergessen? Nö, ich denke, du hast alles aufgezählt. Ne? Genau das wird und muss ja natürlich noch passieren, um einen adäquaten und logischen Abschluss für die wild zerfaserten Resthandlungsstränge zu finden. Alles andere wäre ja völlig absurd und unbefriedigend und einfach nur totaler Schwachsinn. Ja. Andererseits, wir sind ja immer noch bei Schläferz. Das stimmt. Natürlich. Ja, dann, sei mal Finale ab. Ah, oh, ja. Alarm! Alarm! Die Monster sind ausgebrochen. Sie haben den Zellenkomplex bereits verlassen. Alarm! Alarm! Wir können hier jetzt nicht aufhören. Schließen Sie die Schleusen. Achtung, Achtung! Sämtliche Schleusen schließen. Büro- und Forschungskomplex hermetisch abschirmen. Ich wiederhole. Flutung vorbereiten. Ich wiederhole, Zellenkomplex zur Flutung vorbereiten. Das ist doch nun wirklich keine Art, mit einem Topf Top-Agenten umzugehen. Auch nur Sprüche im Kopf. Wenn wir nicht bald hier rauskommen, dann ist es aus mit uns. Also komm jetzt! In ein paar Minuten ist hier die Hölle los. Bevor wir hier die Kurve kratzen, muss ich noch eins von euren Versuchskaninchen rausholen. Wen denn? Ja, den süßen Jungen aus der Sporthalle. Ach, ich weiß schon, wen du meinst. Hoffentlich hat sie den noch nicht auseinandergenommen. Ach, schmetter hier keine Arien. An das Schießgewehr und komm. Es ist aus. Lasst mich allein. Thank you.
Mann! Woher kenne ich den? Es hat keinen Zweck, Mr. Harper. Lassen Sie doch diesen Unsinn. Das Glas ist kugelsicher, das können Sie sich doch denken. Es ist nur eine Frage von Minuten. Leben kommen Sie hier nicht raus. Das wollen Sie entscheiden? Das kann niemand, Mr. Harper. Die erste Runde haben Sie gewonnen, aber das ganze Spiel werden Sie verlieren. Leben Sie wohl, mein Freund. Komm, Kleiner, wir reiten nach Haus. Das ist aber doch eine ziemlich unwahrscheinliche Geschichte, Mr. Harper. Sie kommen mir ganz nüchtern vor. Hören Sie mal, Monster, Transplantationen, eine Insel voller aufregender Frauen. Ihre Fantasie ist zu beneiden. Was soll ich machen, Lorenzo? Die Sache ist so gelaufen, wie ich sage. Die in London lachen mich doch aus, wenn ich Ihnen das erzähle. Ist mir völlig schnuppe, ob die lachen oder nicht. Ich möchte lachen, wenn Sie mir meinen Scheck in die Hand drücken. 25.000 muntere Mäuse. Tja, was soll ich machen? Vertrag ist leider Vertrag. Aber wenn Sie ehrlich sind, müssen Sie doch zugeben, dass diese Geschichte vollkommen unwahrscheinlich ist. Ist doch kompletter Wahnsinn. Elektronischer Sex. Ja. Hier ist Ihr Scheck. Ich bin überzeugt, Sie werden das Geld gewinn- und lustbringend anlegen. Sie haben auch Fantasie, aber eine nicht zu beneidende. Ach übrigens, Sie sollen sich bei Ihrer Zentrale melden. Das werde ich nicht. Ihr Freund Bond ist aber wesentlich korrekter. Und das ist auch ein bürgerlicher Bengel. Ich werde Ihnen mal was sagen, Lorenzo. Ich mache jetzt erstmal Urlaub, aber keinen bürgerlichen. Passen Sie auf, Harper. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Ich rufe einfach Ihre Zentrale in New York an und sage, Sie sind in ein tiefes Loch gefallen. Ja, und dann, irgendwann, nach diesem Urlaub, tauchen Sie wieder auf und erzählen denen, irgendwas wird Ihnen schon einfallen. Auch nicht gut. Sie werden überhaupt niemanden anrufen, Lorenzo. Denn wann und wo ich in ein tiefes Loch falle, ist ja wohl meine Sache. Mike, Sie sind hier nicht als Privatmann. Lorenzo! Ich möchte doch Ihretwegen nicht mehr Ärger kriegen als unbedingt nötig. Hallo, mein gelblicher Freund. Zeig mal dem Onkel, wo es rausgeht. Seel wohl. Also gut, ich werde es irgendwie erklären. Zwei Wochen, ja? Drei. Sayonara. Wieso McNamara? Mike. Ja? Ich hoffe, ich bin das auch wert. Klar, mein Schatz. Katzen im Sack kaufe ich nicht. Ich bin ein anständiges Mädchen, Mike. Das musst du vorher wissen. Du kannst das Wort anständig nicht mal schreiben, du kleines Ferkelchen. Oh. Liebst du das auch so, dieses Spiel? Ich war Weltmeister. Ich habe meinen Titel an Bobby abgegeben. Oh. An den Fischer. Versuch's mit mir.
Alles, was du willst. Jetzt alles, was du willst. Also, fertig? Ganz fertig, wenn wir nicht bald gehen. Die erste Runde haben Sie gewonnen, Mr. Harper. Ich werde auch die letzte gewinnen, aber nicht jetzt gleich. Daraus machen wir einen zweiten Film, Schlitzi. Ich glaube, da müssen wir jetzt noch mal kurz drüber reden, ne? Also über das, was wir da gesehen haben. Beziehungsweise nicht gesehen haben. Peter, hast du vielleicht eine Frage? Eine Frage? Ich hätte höchstens Fragen. Dutzende. Hunderte. Im Grunde habe ich nichts anderes. Würde ich jetzt meine Hose runterlassen, wäre selbst mein Pimmel ein Fragezeichen. Erklär mir bitte mal, warum sah das Monsterquartett der operierten Untoten aus wie ein gesichtsloser Roboter, ein rasierter Glatzenaffe, ein besoffener Neandertaler und der Prinz von Zamunda mit Gehirnaquarium, obwohl ihnen doch nur ein paar gewöhnliche Wald- und Wiesenorgane entnommen wurden. Wo ist am Ende Linda? Ohne die Mike längst in der Wurst wäre. Und Vera? Was passierte mit Faschingsprinz Gregorius? Und vor allem, was wurde aus Dr. Tiramisu und ihrem ganzen schönen Innereien-Schlachthof? Die erste Runde haben Sie gewonnen, aber das ganze Spiel werden Sie verlieren. Leben Sie wohl, mein Freund. Komm, Kleiner, wir reiten nach Hause. Nun, das haben wir ja gesehen, nicht? Also Doc Zu ließ einen magischen Nebelfurz aus der Zauberritze, um dramatischer zu verschwinden, als sich jetzt, sag ich mal, einfach umzudrehen und wegzugehen. Ach so. Mike hat wenigstens einen der kaputten in Frischhaltefolie mitgenommen, um wenigstens ein Kopfgeld abkassieren zu können. Und der ganze Schnippelpuff wurde dicht gemacht oder umgebaut zu einem philippinischen Corona-Impfzentrum. Ja, und Rüschenreiner Gregorius hat sich mit der Kohle verpisst und wedelt sich in der Südsee mit dem Geilomat auf der Rübe ein von der Palme.
Und Linda und Vera haben wahrscheinlich mit dem treuen Fahrer Lapu Lapu eine Dreier-WG gegründet und in der Fußgängerzone von Manila eine kleine Makramee-Schule oder einen Früchteteeladen eröffnet, da Mike ja anscheinend kein Interesse mehr an ihn hatte, ne? Ja, eben. Yeah. Ja, das meinte ich doch. Wer ist diese leicht debile Blonde im Bikini, die jetzt auf einmal so lassiv um Mike herumscharwenzelt und ihn zu einer Runde Schnackselschach mit Königversenken überredet? Und wo sind die überhaupt? Ich meine, der tut ja, als wäre das sein Luxusanwesen. Aber eigentlich kommt er doch aus Amerika und hat bis gestern im Interconti übernachtet. Mhm. Und wer zur fickenden Fick-Ficker-Fickhölle sind bitte diese kreuzverfickten Terrortanten, die da plötzlich bei ihm in der Butze auftauchen? Bis auf eine haben wir die doch noch nie gesehen. Sind das die neuen Zu-G-Frauen? Die erste Runde haben Sie gewonnen, Mr. Harper. Ich werde auch die letzte gewinnen, aber nicht jetzt gleich. Daraus machen wir einen zweiten Film, Schlitzi. Ganz ehrlich, Peter, ich habe nicht die geringste verfickte Ahnung. No fucking idea. Hm. Weder warum die bewaffnete Blashasenbande da so jählings auftaucht, wie eine Palette Überraschungseier und bedrohlich herumposieren, ohne irgendwas zu tun, noch woher die Off-Stimme von Dr. Zu angeflüstert kommt. Oder wie zum gehängten Henker überhaupt irgendwer auf die hirngefickte Idiotenidee kommen könnte, hier an einen möglichen zweiten Teil zu glauben. Ha! Wenn doch schon der erste nichts als kompletter Hirnfick mit Soße war. Nichts, aber auch gar nichts ergibt hier einen Sinn. Kein richtiger Showdown, kein echtes Finale. Alle Entführungsopfer, die Mike retten sollte, entweder tot oder verstümmelt oder beides. Kein Happy End in der Love Story. Alle Schurken und Schurkinnen konnten kampflos entkommen. Ich würde mal sagen, auch wenn wir mittendrin durchaus ein bisschen Spaß haben durften, das Ende war komplett für den Arsch. Stimmt. Und wären wir nicht bei Schläferz, könnte man dies sogar als Enttäuschung werten. Oh ja. Wir hingegen nennen es Alter. Im Grunde sogar mehr, als wir verlangen dürfen. Hm? Na komm, vergiss es. Hm? Die Sommerstaffel ist durch. Gönnen wir uns eine Runde, Mensch, ärgere dich nicht, hm? Zum Abschluss. Oh, liebst du das auch so, dieses Spiel? Ich war Weltmeister. Komm, versuch's mit mir. Alles, was du willst. Alles, was du willst. Nein, alles, was du willst. Halt endlich mal die Fresse, um so zu anfangen. Peter, wo bist du? Na gut, diesen Scheißfilm hast du überstanden, dicke Bitch. Ich werde auch die nächsten Filme packen, aber nicht jetzt gleich. Daraus machen wir eine neue Staffel, Rützi.